Hallo, schönen guten Tag, schönen guten Abend, je nachdem man ihn seht. Hier wieder die Lucifer News aus Braunschweig. Ja, hier mal wieder eine Frage oder was Merkwürdiges oder Merkwürdiges aus Braunschweig. Ich bin ja hier auf diesem Platz, den man als Luftaufnahme, ja, als Dreieck gesehen hat. Und ich habe hier eine Skulptur gefunden. Jetzt habe ich hier schon geguckt, ob hier irgendwo ein Schild angebracht ist, dass irgendwelche Hinweise gibt, von wem diese Skulptur ist oder was sie zu bedeuten hat. Ja, ich würde mal sagen, ich zeige es euch einfach und vielleicht hat da einer eine Idee oder vielleicht weiß da irgendwas, jemand was, was diese Skulptur zu bedeuten hat. Ja, also es ist also merkwürdig, sie zeigt also ja im Prinzip, wenn man so will, ja, eine Säule und oben ist ein viereckiger Kasten drauf, aber vielleicht hat irgendjemand eine Idee. Ich zeige es euch. Hier diese Säule, wie ihr seht. Und oben ist dieser Kasten drauf. Ich gehe mal ein bisschen näher dran. Aber wie gesagt, es gibt hier auch keine Beschreibung. Ich muss hier ein bisschen klettern, was das ganze Ding hier zu bedeuten hat. Ja. Oder wer die hier aufgestellt hat und wieso und weshalb. Ist alles fraglich. Zumindest ist es vollgeschmiert. Hier ist auch weiter kein Schild dran. Dürfte Stahl oder Kupfer sein, so grün wie das ist. Ja, aber wie gesagt, was das Ding zu bedeuten hat, keine Ahnung. Vielleicht hat irgendjemand eine Idee, ist genau hier an der Toblerone, unserem Lieblingsbau, mit den schönen Säulen da oben drauf. Ja, vielleicht hat irgendeiner eine Idee, was das Ding hier zu bedeuten hat. Wenn nicht, schreibt mir mal oder geht auf mein Portal Braunschweig. aktuell.foren-city.de und da Merkwürdiges in Braunschweig und falls einer eine Idee hat, sollen wir das einfach mal zusenden. Ne? Ja, soweit so gut hier vom schönen Platz am ja, an der Toblerone. Bleibt schön sauber, bleibt trocken, damit wir uns bald wieder sehen zu den nächsten Lucifer News. Ciao!